Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu The Sims 4. Ja, schön, dass es weitergeht. Entschuldigt erstmal bitte vielmals, dass das Video heute etwas später kommt wie gewohnt. Der normale Upload ist für 12.30 Uhr. Leider hat sich mein Anbieter gedacht, nö, heute geben wir dir mal kein Internet. Deswegen musste ich jetzt warten, die gesamte Nacht bis ungefähr 13 Uhr war das Internet bei mir komplett down und ja, jetzt konnte ich dann quasi im Anschluss erst hochladen. Dauert natürlich ein Stück, bis YouTube auch verarbeitet hat und so weiter. Deswegen heute leider etwas später, ansonsten zur gewohnten Zeit 12.30 Uhr. So, und jetzt müssen wir mal schauen, hier der Clicky, der fühlt sich unwohl. Was hat er denn? Er hat eine, oh, schmutzige Umgebung. Die meisten mögen es nicht, wenn von Schmutz und Unordnung umgeben sind. Wisst ihr, was wir da jetzt machen? Dann müssten. Aber was sollen wir denn aufräumen? Es ist doch nicht schmutzig. Bedürfnisse von Clicky sind eigentlich auch alle gut. Inventar hat er nichts. Beziehungsstatus. Clicky hat noch niemanden kennengelernt. Das ist das Komische an der Sache. Wir gucken mal bei mir. Wir haben ja die Alice schon kennengelernt. Wen hatten die Nancy schon kennengelernt? Leider noch niemanden. Da rennt die auch noch niemand. Das heißt, wir müssen die erstmal verkurbeln. Oh, jetzt putzt der Clicky die Toilette. Und wer war natürlich vorher auf dem Klo? Ja, der Randy. Randy war auf Toilette und Clicky muss es sauber machen. Ganz toll. Wäscht er wenigstens ab? Ja, er wäscht wenigstens ab. Sehr schön. Schreckliche Dusche. Ja, mir wurde auch gesagt, oder in die Kommentare geschrieben, dass die Sims so lange brauchen würden zum Duschen oder sonstiges, weil die Dusche wo ziemlich alt wäre. Dann wurde mir noch der Tipp gegeben oder ans Herz gelegt, ich soll doch das Schlafzimmer zu einem zusammenfassen, dass quasi alle hier schlafen. Dann hätte ich hier hinten noch einen extra Raum, wo wir mal schauen könnten, was wir da quasi Schönes machen. Oh, Clicky ist wieder glücklich. Er hat quasi beziehungsweise anderen Grund zur Freude. Ah ja, er hat quasi alles sauber gemacht. Das ist sehr schön. Wer ist denn das hier? Und wisst ihr was? Wir könnten den Clicky ja so langsam mal hier mit der Nancy verkuppeln, habe ich mir so überlegt. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Und dann suchen wir noch eine Freundin für den Randy. So, dann wollte ich mal noch etwas schauen und zwar hier mal in den, ne, das war das Baumenü, in den Menüs und zwar bei Spieloptionen. Gameplay, Selbstständigkeit, vollständig. Lehrerhäuser aufhören, Erinnerungsassistent, automatisch altern. Das soll ich auf ausschalten, wurde mir gesagt. Ansonsten könnte es passieren, dass mir meine Sims so nach 8 Stunden Spielzeit wahrscheinlich dann wegsterben. Und das wäre ja absolut dramatisch, wenn jetzt ja irgendeiner hier sterben würde, weil ich, Clicky und Randy, Randy ist der Jüngste, aber Nancy, Clicky und ich, wir sind ja die Ältesten. Unwohl. Och, sie hat Hunger. Wieso hat sie denn Hunger? Es ist 21 Uhr, so spät soll man doch gar nichts mehr essen. Na, da kommt, dann lassen wir sie mal eine schnelle Mahlzeit essen. Zerealien. Jetzt gibt es noch ein paar Zerealien zum Abendbrot. So, und hat der Clicky jetzt, die Nancy kennengelernt? Das ist jetzt die Frage. Wie sieht sie aus? Hat auch Hunger? Okay, und die Energie ist auch nicht so toll. Dann sagen wir dem Clicky, der soll jetzt erstmal schlafen gehen. So, die Nancy, die haut sich noch ein Müsli rein. Der Randy schläft. Sehr gut. Und wir wollten ja eigentlich noch mehr Sims quasi in der Nachbarschaft dann einziehen lassen. Hier drüben ist zum Beispiel noch ein nettes Haus, hier haben wir noch ein Grundstück frei. Hier ist ja auch noch ein ganz nettes Häuslein. Und da müssen wir mal schauen, wen wir da noch einziehen lassen. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Wer wohnt jetzt hier noch? Also eigentlich sind es ja nur diese 5 Häuser. Wer wohnt denn hier hin? Na gut, um die Uhrzeit besuchen wir vielleicht mal lieber keinen mehr. Oh, hier, was haben wir denn hier? Aber diese Eileen oder wie die hieß? Moment mal. Oh, ich muss mal auf Toilette. Aber ich schlaf gerade. Dann würde ich sagen, lass mal erstmal schlafen. Oh, was haben wir hier noch gekriegt? Teil für Sanitäranlagen. Ein Teil, das ist eine Verbesserung moderner. Oh, okay.
verwenden. Okay, sehr nice. Die schlendernden Leblosen. Science Fiction, Gegenstand wieder auferstanden und haben keinsterweise eilig, dein Gehirn zu verspeisen. Ah, okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, jetzt sind wir erstmal. Oh, was hat er denn jetzt noch? Bedürfnisse, Hygiene. Ah ja, sehr gut. So, das heißt, der McManus, der muss dann gleich mal duschen gehen. Hier, abends, 23 Uhr, wird hier noch gejoggt. Ey, es ist ja unglaublich. So, hat er das jetzt angewendet? Ich glaube schon, oder? Die könnten wir ja eigentlich mal um eine Verabredung bitten. Aber ich glaube, das sollten wir nach der Arbeit dann tun. So, jetzt waschen wir noch auf. Oh mein Gott, wir sind so gründlich. Teil für seine. Ah, hier. Im Inventar platzieren. Wieso hat er das jetzt hier da hingelegt? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Aber sollte es doch anwenden. Hier verwenden quasi. Mal gucken, ob er es jetzt macht. Ob wir die Toilette etwas pimpen können. Und dann schon. Ja, jetzt pinkelt er wieder. Das gibt's ja wohl nicht. Energie, Hygiene. Wir lassen. Ich würde aber sagen. Wir lassen ihn trotzdem erstmal schlafen. Hände gewaschen hat er. So, und jetzt schickt man schlafen den. So, das Teil können wir jetzt mal ausschalten. Wie sieht's eigentlich aus? Läuft irgendwas im Fernsehen? Nö. Okay. Ich glaube, ja, alle schlafen. Das heißt, die Zeit wird dann automatisch vorgespult. Wir müssen auch mal schauen, wie es dann mit der Arbeit aussieht. Aber die gehen ja automatisch zur Arbeit. Das ist ja das Coole an der Sache. Und der Randy ist schon wieder wach. Was hat er denn jetzt schon wieder? Ah. Er will sich waschen. Mitten in der Nacht. Das kann doch nicht wahr sein. Dum, 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 dum. Was ist das jetzt? Klicke auf Entzimmer und wähle den sozialen Kontakt aus der Kategorie lustig. Klicke muss gerade auf Toilette. Ja, wen sollen wir jetzt aber? Das bringt uns ja auch nichts. Randy hat Hunger. Schnelle Mahlzeit essen. In der Nacht gibt es nur. Komm, da gibt es einen Joghurt. Mehr gibt es da nicht. Der Kühlschrank ist kaputt. Oh oh. Reparieren. Oder wir lassen den Clicky den reparieren. Wenn er einmal wach ist. So, jetzt wird der Kühlschrank repariert. Das machen wir mal weg. Das ist natürlich sehr ungünstig. Hier sieht es aber aus in unserer Küche. Oh, da wird er mit dem Schraubenzieher mal kurz hinten rein in den Kühlschrank und dann sieht das schon wieder sehr gut aus. So, Clicky repariert den Kühlschrank. Der Randy hat was gegessen und fühlt sich glücklich. Wäscht er wenigstens auf. So, dann kann der Randy hier gleich mal aufwischen, nämlich ein bisschen sauber machen, dass er auch mal Ordnung gelernt kriegt. So. Sehr schön. Und dann, was machen wir mit dem Randy? Okay, sehr schön. Ein ungewöhnliches Tuning-Teil. Jetzt hat er auch noch Hunger. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na dann würde ich sagen, machen wir Frühstück. Ach, das war jetzt Randy. Ne, das war jetzt Clicky. Frühstück servieren, Rührei. So. So, ich schlafe irgendwie immer noch. Es ist so typisch. So, oh, Nancy. Da kannst du nicht einfach dran vorbeigehen.
Gegner. Teile plündern. Lass uns mal das Ding Nancy machen hier. So. Die Nancy soll die Teile plündern. So, und dann müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hier weitermachen. Ich würde ja ganz gerne dann nach der Arbeit. So, Moment mal. Der Clicky hat sich jetzt was zu essen gemacht. Das dauert noch ein Stückchen. Die Nancy hat die Teile geplündert. Randy tanzt erstmal früh um 5:30. Und sie soll. Nancy, okay, die will jetzt gerade essen. Klick. Oh mein Gott. Klicky kocht immer noch. Das dauert noch ein Stückchen. Und jetzt hat er gekocht. Level 2 der Kochfähigkeit erreicht. Klick hat jetzt die Rezepte für Eier und Toast, Speck, Salat, Tomatensandwich, Tortilla mit Soße und Fischtacos gelernt. Außerdem hat er einen coolen neuen Kombi-Trick gelernt. Oh, was hat er denn gelernt? Sehr schön. Oh, und Geekzuppel mussten ca. einer Stunde zur Arbeit. Aber sie ist auf jeden Fall glücklich. Das passt auf jeden Fall schon mal. Ich überlege gerade, der Randy, der tanzt ja fröhlich ab. Wir könnten ja den Clicky mal. Ich überlege gerade, ob wir eventuell dann hier in der Nachbarschaft noch jemand einziehen lassen. Jetzt haben wir hier ein Kind. Mortimer Grusel. Daniel Müller. Okay. Angela Müller. Ah, okay, das ist quasi die Mutti von Daniel. Und hier haben wir den. Alexander Grusel. Ah, der gehört zu dem. Okay, sehr interessant. So, gibt's eigentlich. Wir haben bis jetzt immer noch keine Post bekommen. Das ist sehr komisch. So, alle sind wach, alle sind aufgestanden. Und was ist mit dem Maggie los? Der hat bestimmt Hunger, ja. Hunger und Hygiene. Ist ca. einer Stunde zur Arbeit. Sehr gut. Was hat Nancy jetzt vor? Was hat Nancy da vor? Ach, sie geht zur Arbeit. Okay, sehr interessant. Okay, Nancy ist zur Arbeit. Dann müssen wir mal noch ganz kurz schauen. Und zwar... Bei ihm passt das. 4 Stunden Videospielen. Also Randy müssen wir noch ein bisschen pimpen. Level 2 Charisma-Fähigkeit. Okay, die arbeiten alle von Montag bis Freitag, so wie es aussieht. Entschuldigt bitte. Live-Chat-Berater. So. Ich glaube, ich rieche etwas komisch. Und die Toilette ist schon wieder kaputt. Erfrischende Dusche nehmen. Das ist ja geil. Guck mal, was ich für eine grüne Wolke hinter mir herziehe. Aber wir könnten danach gleich mal... Moment, beziehungsweise der Herr Klick. Der könnte mal hier die Toilette reparieren, obwohl das vielleicht gerade nicht so gut ist. Dann müssen wir das doch selber in die Hand nehmen. Oh, jetzt geht er zur Arbeit. Jetzt müssen wir so stinken, wie wir sind, müssen wir zur Arbeit gehen. Eieieiei. Und, wir gucken mal. Das ist natürlich blöd, dass ich mich gerade nicht so prall fühle und damit zur Arbeit gegangen bin. Das ist natürlich sehr doof. So, jetzt haben wir eigentlich nur noch den Clicky, aber die gehen alle gleich zur Arbeit. Das ist das Problem. So, Clicky geht zur Arbeit. Randy isst auch erst noch was. Hier bleibt natürlich wieder alles stehen. Ist ja ganz geil. Genau, Clicky ist bei der Arbeit. Und ich glaube, der Randy, wann muss der zur Arbeit?
In 34 Minuten. Note ausreichend. Morgen schreibt Maggie seine wichtige Raumgeografieprüfung. Wenn er die nicht besteht, wird er niemals von der Flugschule angenommen. Er hätte den ganzen Tag zu tun und könnte nicht lernen. Soll die ganze Nacht durchgebüffelt oder es lieber ruhig angehen lassen. Sich ausruhen und das Beste hoffen. Büffeln. Eindeutig, wir sind zielstrebig, wir wollen das schaffen. Deswegen wird gelernt, was das Zeug hält. So, Randy geht auch zur Arbeit. Jetzt sind sie alle weg. Er hätte vielleicht eine ganz ordentliche Note erzielen können, wenn er die ganze Prüfung überwacht geblieben wäre. Aber Maggie war so erschöpft, dass er an seinem Tisch eingeschlafen ist. Jetzt muss er Monate warten, bis er den Test wiederholen kann. Click wurde gebeten, auf der Hochzeit seines besten Freundes eine Rede zu halten. Endlich ein aufmerksames Publikum. Er soll auf Nummer sicher gehen und die Fehltritte der besagten Freundes unter Verschluss halten oder in der Hoffnung auf einen guten Lacher, so soll ich für den Auftritt alles offenbaren. Ey, sowas bringt immer gute Lacher. Das bringt ja eigentlich immer gute Lacher, oder? Aber ich weiß nicht, ob wir vielleicht auf Nummer sicher gehen sollten. Ach komm, hier öffentlich drüber herziehen. Das wird saulustig. Er hätte vielleicht eine ganz ordentliche Note erzielt. Ja, das ist halt blöd. Sagst du es zur Arbeit? Wow, Klick, er hatte noch nie so ein enthusiastisches Publikum. Er hat sich herausgestellt, dass diese Zusammensetzung aus Familie, Freunden und fiesen Sinn für Humor hat. Die Freundin von Klick ist wütend. Bei seiner eigenen Hochzeit so gedemütigt zu werden, erforscht Klick nun aber nur weiteres Material. Oh nein. Oh nein. Das ist nicht gut. So, und die Frage ist ja jetzt, ob wir eventuell mal ins Baumenü gerade switchen. So, und ich habe mir so überlegt, Schlafzimmer zum Beispiel. Wie können wir Sachen verkaufen? Würde mal noch interessieren, können wir Sachen auch verkaufen? Verkaufen für 344. Okay, das verkaufen wir. Und das verkaufen wir. Okay, da haben wir schon mal die zwei Betten los. Das Nachtschränkchen stellen wir hier in die Mitte. Das Bild hängen wir hier hin. Und die Lampe hier oben drüber. Oder wir könnten das Bild eigentlich noch eins weiter runterhängen und die Lampe auch. Dann ist das symmetrisch. Und jetzt bräuchten wir mal noch... Moment. Schlafzimmer, Betten. Was haben wir damals für Betten genommen? Reduzierte Liegen? Die haben wir nicht genommen. Einzelbettini-Träume haben wir, glaube ich, auch nicht genommen, oder? Doch, die haben wir genommen. So, und dann kaufen wir noch eins davon. So, und da haben die hier Schlafgemach. Und wir haben kein Geld mehr. Also langsam wird es... Eieiei. Die ist hingefallen. Geht's ja gut. Ach, die macht Liegestütze. Oh. Gottes Willen. So, alle sind noch bei der Arbeit. Es ist halt dann nur die Frage, was machen wir hier hinten mit dem Raum? Was machen wir mit dem Raum hier? Moment mal, was haben wir Baumenü technisch denn noch zur Auswahl? Und zwar, eine Küche haben wir ja, ein Badezimmer haben wir. Wir könnten ja das Badezimmer zum Beispiel ein bisschen vergrößern. Das Badezimmer etwas vergrößern. Und dann haben wir hier das Wohnzimmer und könnten vielleicht, ja, ein Kinderzimmer brauchen wir noch nicht, draußen, da wollte ich ja eigentlich auch ganz gerne mal noch was machen. Okay, wir machen mal weiter, mal gucken, was passiert. Ersetzen, ja. Das ist blöd. Würde ich schon ganz gerne reparieren. Das können wir ausschalten. Oh, Geekzubbel. Befördert zur Beschafferin von Informationen. Ey, das wollte ich lesen.
Gig wurde befördert und ist jetzt Beschaffer von Informationen. Verdient jetzt $2 mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 19 pro Stunde ergibt. Sie hat zudem folgende Bonus erhalten: 349, der Drehstuhl am Computer Spionage betreiben. Ihre nächste Schicht beginnt am Donnerstag 7 Uhr. Sehr schön. Das hast du sehr gut gemacht. Wie viel hat sie verdient? Irgendwas um die 500. So, na komm, Nancy, wie geht's dir? Spaß, sie hatte lange keinen Spaß. Moment, wir schauen mal ganz kurz. Level 2 Programmierfähigkeit. Dann Bestellung wird sie programmieren üben. Okay. Dann lassen wir sie mal programmieren üben. Hat die Programmierfähigkeit erworben. Dank ihrer neuen Programmierfähigkeit kann Geek jetzt Hacken und Programmieren üben. Je höher die Fähigkeitslevel, desto mehr Möglichkeiten zum Hacken werden freigeschaltet. Sehr schön. So. Schauen wir mal. Sie muss aber nochmal Programmieren üben. Das nützt nichts. Und ihr fehlt ja der Spaß. Spaß. Müssen wir mal schauen. Wenn sie gerne am Computer sitzt, ne, dann macht natürlich am meisten Spaß, natürlich Computerspielen, beziehungsweise hier vor der Anlage ein bisschen abdancen. Oh, ich bin befördert zum Modulreiniger. Oh, wie viel habe ich verdient? 1000? Verdient jetzt 8 mehr pro Stunde und einen Stundenlohn von insgesamt 34 pro Stunde. Er hat zudem folgende Bonus erhalten: 500 Astros Sonnensystemlicht. Nächste Schicht beginnt am Donnerstag. 12 Uhr Mittag erst. Modulreiniger. 34 die Stunde. Oh, shit. So, weißt du, was du jetzt machst? Achso. Er will schon duschen. Gut, Klicky ist aber auch schon wieder da. Er hat heute 184 mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er ausgezeichnete Arbeit geleistet. Das ist sehr schön. So, Nancy übt noch Programmieren. Und der Klicky, der hat sich erstmal aufs Ohr gelegt. Warum eigentlich? Unwohl. So, das heißt, du räumst jetzt erstmal auf. Auf. Das kann auch aufgeräumt werden. So, wenn der Maggie fertig ist, können wir gleich mal hier die Toilette sauber machen. Wo ist eigentlich der Randy? Der alte Sack. 248 mit nach Hause gebracht. Außerdem hat er ausgezeichnete Arbeit geleistet. Sehr schön. Klingst ein fröhlicher Sim. Fröhliche Sims sind häufiger glücklich. Sehr gut. So, Klicky hat jetzt schon... Wo ist Klicky? Ach, der schläft schon wieder. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, du könntest eigentlich mal jemanden kennenlernen. Aber Nancy programmiert noch. Wenn die tanzt ein bisschen ab. Das ist sehr gut. Und was mache ich? Ich mache die Dusche sauber. Was mache ich? Säubern. Okay, ich säuber die Dusche. Das ist schon mal sehr gut. Und ich würde sagen, damit beenden wir den Part auch erstmal. Schauen, wie es dann im nächsten Part weitergeht. Wie gesagt, schreibt mir alle Tipps, Tricks und Kommentare in die Kommentare eben, weil, wie gesagt, das ist mein erstes Mal, dass ich Sims überhaupt spiele. Ich hoffe, ich stelle mich nicht ganz so doof an und ja, wir schauen einfach mal, was sich in Zukunft noch ergeben wird. Ich bin sehr gespannt, welche Beziehungen hier beieinander rauskommen werden und so weiter und so fort. Und jetzt kannst du sie erstmal sauber machen. So, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bewertet das Video positiv, wenn es euch gefallen hat. Und ich bin erstmal raus.